Herzlich willkommen zur zweiten Übung im Fach Computerorientierte Methoden im Massivbau. Also hier Übung 2, Dreifeldträger mit Gleichstreckenlast und benutzerdefinierter Lastfeldkombination. Aufgabenstellung, statisches System soll modelliert werden, ausgehend von dem System aus Übung 1. Wir könnten natürlich auch das komplett neu modellieren, aber dass man einfach mal sieht, wenn wir jetzt Änderungen vornehmen müssen, wie läuft das, wie kann man das machen, welche Möglichkeiten gibt es da. Dann soll eine statische Berechnung mit Lastfallkombination durchgeführt werden und dann noch fügen Sie an den Stäben weitere Berechnungsorte ein. Was Berechnungsorte sind, da sprechen wir gleich noch drüber. Hier sehen wir einmal das statische System, also wir haben wieder einen Dreifeldträger, Feldweite 8 Meter, so wie beim ersten Beispiel. Auflager sind auch gleich, die Belastungen haben sich hier aber geändert. Ja, wir haben zwei Lastbelastungen, einmal eine ständige Last von 40 km pro Meter und eine veränderliche Last von 25 km. Hinweis, das Eigengewicht muss über einen separaten Lastfall berücksichtigt werden. Das schauen wir uns auch gleich an. Dann sind hier noch die Material- und Querschnittswerte. Beton C3545, Statischhöhe 75 cm und der Querschnitt an sich ist 50 auf 80. Okay, dann gehen wir in Infograph rein und öffnen als erstes das Übungsbeispiel 1. Ja, Teil öffnen. Übung 1, Dreifeldträger hatten wir das genannt und speichern es unter dem neuen Namen. Wir haben jetzt wieder Dreifeldträger. Also sagen wir mal Übung 2, Dreifeldträger. Gut, haben wir neu gespeichert. Sehen wir auch hier oben. Ja, und hier in der Datenbasis sehen wir auch Übung 2, Dreifeldträger. Gut, im Skript steht, wir wollen die Änderungen über die Datenbasis durchführen, also über diesen Bereich. Ja. Gehen wir also hier auf Strukturbeschreibung und erstmal Material und Querschnitt rufen wir auf. Okay, unser Querschnitt ist jetzt nicht, hat diese Abmessung nicht. Also bearbeiten, ändern wir, machen wir einen neuen Querschnitt, Teil 9. Und wählen aus Rechteck. Diesmal ist die Breite 0,5 und die Höhe 0,8. Gut, Randabstand soll 5 cm sein und dann können wir das mit OK bestätigen und sehen unseren neuen Querschnitt 50 auf 80 und der Randabstand 5 cm. Mit OK bestätigen. Größe soll für die Bemessung erneuert werden. Ja. Dann haben wir C3545, das ist auch jetzt bei unserem Beispiel so, müssen wir also nichts ändern. Okay, Querschnitt mal angelegt, Belastungen haben sich verändert. Da können wir hier auf Lasten gehen und hier den Lastfall 1 können wir auf Lastfallbezeichnung gehen und der Lastfall 1, den geben wir den Namen ständig. Lassen wir mal hier mit schließen, soll er übernehmen und dann sehen wir, hier steht jetzt 1 ständig. Ja? Also über diese Möglichkeit haben wir, um diese Bezeichnung hier einzufügen. Gut, dann rufen wir den einmal auf und dann sehen wir, hier steht 120. Die ständige Last sind aber nur 40 kN pro Meter. Ja? Klicken wir also einfach hier einen Doppelklick mit links drauf und dann können wir den Wert hier verändern. Das wäre eine Möglichkeit. Im Skript steht eine andere Möglichkeit. Im Skript ist auch hier, wenn ich jetzt hier auf ständig klicke, sehe ich auch hier die 40 und dann kann ich die auch überschreiben. Ja, dann kann ich, das wäre auch eine Möglichkeit, das zu machen. Okay. Dann wollen wir das Eigengewicht festlegen. Also hier wieder schließen, rausgehen. Wir machen also einen neuen Lastfall. Neuer Lastfall, Lastfall 2, Namen kann ich auch anders geben. Ich kann auch einfach hier zweimal mit einem kurzen Zeitabstand reinklicken und dann kann ich das direkt hier hinterschreiben. Da muss ich gar nicht in diese Lastfallbezeichnung reingehen. Gut, Eigengewicht nennen wir das. Wie wählen wir das Eigengewicht aus? Wir gehen wieder auf dieses Symbol Belastung eingeben. Jetzt bleiben wir aber auf dem Reiter allgemein und wählen hier einfach Eigenlast aus. Wenn wir OK drücken, dann sehen wir das optisch hier in dem System nicht. Was aber ist, hier oben steht es. Ja, also hier oben rechts in der Ecke steht Eigenlast. Falls man jetzt zufälligerweise mal zweimal Eigenlast eingegeben hat, machen wir das mal einfach, können wir einfach einmal anklicken und entfernen drücken, dann ist es wieder weg. Ja?
Gut, dann brauchen wir weitere Nutzlastfelder noch. Ja? Es ist ja so, dass man eine Nutzlast immer nur feldweise eingibt. Ich sage ja nicht, die Nutzlast liegt auf allen drei Feldern gleichzeitig, sondern immer nur feldweise. Deswegen mache ich einen neuen Lastfall und nenne den hier mal Q1. Und jetzt gebe ich wieder Belastung eingeben, Stablasten, Linienlast, global orientiert. Okay. Jetzt wähle ich aber nur diesen Stab aus, weil nur auf diesen Stab möchte ich jetzt die Kraft von, laut Aufgabenstellung haben wir hier 25 Kilonewton. Ja, legen wir hier an. Dann neuer Lastfall. Und geben Q2 ein. 2. Enter. Belastung eingeben. Wieder gleiche wie gerade. Und diesmal nehmen wir das mittlere Feld. Bestätigen. Die 25 kN von gerade stehen schon hier drin. Also einfach okay. Dann nochmal ein neuer Lastfall. Den nennen wir Q3. Enter. Belastung eingeben. Linienlast. Gerade. Dritten Stab auswählen. Enter. 25 Kilonewton sind wieder aufgeführt. Okay. Gut, jetzt haben wir die Lastfelder angelegt. Jetzt soll eine Lastfallkombination eingegeben werden. Manuell. Man kann auch das automatisch generieren lassen. Wir wollen aber jetzt mal eine Lastfallkombination einmal hier eigenständig eingeben. Also machen wir neue Kombination. Öffnet sich dieses Fenster. Jetzt gibt es hier bei den Einwirkungen ständige, veränderliche inklusive und veränderliche exklusive. Was bedeutet das? Gut, ständig ist klar. Veränderliche inklusive heißt, wenn ich da jetzt die Nutzlasten Q1 bis Q3 einpacke, dann kombiniert er alle Möglichkeiten. Also Q1 alleine, Q1 mit Q2, Q1 mit Q3, Q3 mit Q2 und so weiter. Ja? Bei veränderliche exklusive, wenn ich da jetzt Q1, Q2, Q3 reinpacke, dann sagt er, okay, es wirkt nur Q1 oder Q2 oder Q3. Es gibt keine Kombination dieser Werte. Wir wollen ja jetzt natürlich eine Kombination dieser Werte haben. Es gibt aber auch manchmal den Fall, dass zum Beispiel eine Kraft nur dann wirken kann, wenn die andere nicht da ist. Dann macht es Sinn, diesen veränderlich exklusiv zu wählen. Okay, nehmen wir diesen Lastfall auch einfach inklusiv und fangen damit an, als erstes die ständigen Lasten auszuwählen. Und da ist der Faktor 1,35. Ja, dann packen wir das einfach mit diesem Doppelfall hier auf die andere Seite und sehen, die ständigen Lasten und das Eigengewicht sind hier mit 1,35 rübergekommen. So, für die veränderlichen setzen wir auf veränderlich inklusive, ändern den Faktor auf 1,5, ne, das ist Teilsicherheitsbeiwert, packen diese drei hier, ne, im Fenster einmal zu und wieder mit dem Pfeil und hier steht auch der Faktor von 1,5. So, wenn ich hier auf Kombination drücke, sehe ich auch, welche Möglichkeiten er durchspielt. Also das Eigengewicht ist auf jeden Fall immer dabei. Und die anderen, die kombiniert er hier. Ja, einmal ganz ohne Nutzlast, einmal nur die zweite, einmal nur die dritte Nutzlast und so weiter. Ja, also alle Möglichkeiten kombiniert er hier. Können wir hier mit Schließen beenden und wir wollen es übernehmen. Ja, nehmen wir einfach 1. Gut, Kombination ist angelegt. Jetzt können wir direkt berechnen. Gehe ich mal hier aus dem Belastungsfenster raus. Berechnung Statik, ne? Und Berechnung Lastfallkombination. Wir könnten natürlich auch über eine Stapelberechnung beide hintereinander ausführen lassen. Hier haben wir es jetzt mal einmal so gemacht. Ja? Also, wir haben immer 0 Warnung, 0 Fehler. Das sollte man immer kontrollieren. Also 0 Fehler ist natürlich wichtig. Wenn wir mal eine Warnung haben, dann muss man halt genau gucken, was steht denn da? Ist das für uns jetzt gerade interessant? Gut, dann haben wir hier den Reiter Ergebnisse und schauen uns das Ganze mal an. Einmal vielleicht erstmal für die Einzellastfelder, Schnittgrößen, mal für den ständigen Lastfall, MY, das passt. Was jetzt ein bisschen stört, ist ja diese Nutzlast hier, auch das auf dem dritten Feld, die will ich ja nicht mehr sehen, dann mache ich einfach das Häkchen hier weg. Ja? Dann können wir vielleicht mal nur Q3 belastet. Ja, dann sieht der Momentverlauf so aus. Wenn ich jetzt nochmal hier
auf, oder gehen wir mal auf die Kombination. Wenn ich mir da jetzt den Momentverlauf anschaue, dann sieht der ziemlich eckig aus. Ja? Ich kann hier auch nur den minimalen Lastfall oder den maximalen Lastfall anzeigen lassen. Das geht auch, aber auch der sieht eckig aus. Woran liegt das jetzt? Also es ist so, dass in Infograph zum einen die Berechnung teilweise über das Weggrößenverfahren erfolgt und teilweise über das Kraftgrößenverfahren. Das Weggrößenverfahren ist das, was wir bei dem Fachwerk in dem ersten Beispiel im Kommen zusammen uns angeschaut haben. Das ist das Weggrößenverfahren. Das Kraftgrößenverfahren ist halt das, was Sie immer gemacht haben in Mechanik. Ja? Jetzt haben wir ein statisch unbestimmtes System und Infograph rechnet jetzt erstmal mit dem Weggrößenverfahren die Auflagekräfte. Und dann werden auf dem analytischen Weg, also mit dem Kraftgrößenverfahren, die Schnittgrößenverläufe erstellt. Deswegen haben wir hier so schöne, runde Verläufe. Ne? Für die Kombination ist es so, dass nur die Berechnungsorte ausgewertet werden. Ne? Wir haben standardmäßig 5 Berechnungsorte eingestellt. Ne? Das ist der erste im Auflager, das ist der zweite Wert, der dritte Wert, der vierte und der fünfte. Und zwischen diesen einzelnen Berechnungsorten erfolgt eine lineare Verbindung. Deswegen sieht das hier so eckig aus. Ja? Natürlich ist das jetzt auch kein exakter Momentverlauf, den wir erwarten. Ja, so eckig und so, der Wert kann die 564 und die 288 hier, die können auf jeden Fall nicht die richtigen sein. Ja? Also wenn wir das ausrunden würden, würden wir mit Sicherheit hier noch einen höheren Wert kriegen. Ja? Okay, das können wir aber auch anpassen. Wir können die Anzahl der Berechnungsorte höher stellen. Ja? Also nochmal, es werden nur an den Berechnungsorten, also an diesen 5 Stellen hier von jedem Stab, werden die Kräfte, die Momente, die Verformung von Infograph berechnet und addiert. Ne? Und daher kommt dieser eckige Verlauf. Im Skript haben wir einmal eine Handrechnung dazu. Da sind wir hier. Also hier ist einmal dieser eckige Verlauf, den wir gerade gesehen haben. Und jetzt haben wir hier einmal eigene Kombination eingeben, die wir jetzt nicht eingeben haben. Also hier ist zum Beispiel Feld 1 und Feld 3 belastet. Ja, dann ergibt sich dieser Verlauf. Ja, das ist also ein Einzellastfall hier, den wir nicht eingetragen haben. Dann dieser Einzellastfall und dann haben wir noch hier alles belastet. Und das Eigengewicht steht hier nochmal. Gut. Ja, also das ist ständige Last und Eigengewicht. Jetzt können wir damit ja das maximale Moment berechnen. Das heißt, die ständigen und das Eigengewicht packen wir zusammen mit 1,35 multiplizieren, weil das sind die Lastfelder ohne Teilsicherheitsbarkeit. Und wenn wir gucken, packen wir noch die 162 für den Lastfall, das Feld 1 und 3 belastet ist, hierzu, mal 1,5, kriegen 588 kN. Das stimmt jetzt auch nicht exakt, weil das maximale Moment hier nicht exakt an der gleichen Stelle liegt wie das maximale Moment hier. Der Unterschied ist aber minimal, also wir müssten ungefähr 588 kN erreichen als maximales Moment. Wenn wir hier nochmal gucken, haben wir gerade mal 564. Das ist also nicht plausibel, ja? Das kann nicht sein, das ist zu weit weg. Das gleiche ist hier nochmal für das Minimale, für den minimalen Wert, da sind auch diese beiden Werte. Und jetzt haben wir sogar noch eine Kraft, die wir abziehen, und zwar sind wir hier an der Stelle ungefähr bei 30, ja. Und das ist hier eingesetzt worden und da kommt 300 kN raus. Und wir haben hier einen Minimalwert von 267, auch der liegt relativ weit weg. Gut, was machen wir also? Wir erhöhen die Berechnungsorte. Gehen wir wieder zurück zur Infograph. Wie machen wir das? Wir gehen auf die Einstellungen der Berechnung, also Berechnung, Einstellungen. Und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, die Berechnungseinstellungen zu verändern. Für uns ist interessant die Anzahl der Berechnungsorte und wir können maximal 11 Berechnungsorte angeben. Ja, also mehr geht nicht. Machen wir OK. Nachdem wir das jetzt verändert haben, führen wir die Berechnung neu aus. Also wir machen einfach hier Berechnung. Machen wir mal mit der Stapelberechnung, Statik und Lastfallkombination soll er machen. Und wir sehen,
wir bekommen jetzt einen Moment von 585,6 und das Maximale und das Minimale von 297,6. Und das passt jetzt deutlich besser mit unserer Handrechnung überein von 588 und 300. Wir sind beides mal etwas kleiner, ja, mit der kombinierten Berechnung hier. Das ist aber auch richtig, weil ja die Stelle des maximalen Moments etwas verschoben ist. Ja, statt die Erhöhung dieser Anzahl der Berechnungsorte könnte man natürlich auch den Stab nochmal unterteilen. Ich kann aus diesem einen Stab natürlich zwei Stäbe machen und den trotzdem in 11 unterteilen. Und dann kriege ich natürlich noch einen exakteren Verlauf. Natürlich wird, ja gut, bei dem System vielleicht noch nicht, aber wenn man ganz große Systeme hat, wird natürlich die Rechenzeit damit auch größer. Ja? Und dann sollte man immer gucken, wie fein muss es denn sein. Also hier könnte man auf jeden Fall nochmal deutlich feiner machen, um einen besseren Wert zu bekommen. Ja, gucken wir uns vielleicht jetzt nochmal an, dass wir hier bei den Stabdeformationen keine Lastfallkombination haben. Warum? Ja, weil nur an den Berechnungsorten was ausgewertet wird, deswegen kann der keine Stabdeformation angeben, sondern nur die Knotendeformation kann er angeben. Und an den Knoten hier haben wir keine Verformung, ja, also hier in den Auflagern gibt es keine Verformung. Das, was wir anzeigen können, sind Verdrehungen hier in den Auflagern, die interessieren uns jetzt aber auch gerade nicht so sehr. Also, ne, wir können für die Einzellastfelder und für die Kombination jetzt die Schnittgrößen anschauen, MY, QZ und so weiter. Und die Auflager kann man sich noch anschauen, RZ vielleicht. Ja, das sind so die Sachen, die interessant sind.